Guten Morgen, meine Lieben. Ja, ich bin schon ganz lange wach und heute wahrscheinlich klappe ich irgendwann zusammen, denn ich bin um 3 Uhr schlafen gegangen. Ich konnte nicht schlafen, weil der Kleine immer noch nicht da ist und ich so viel im Kopf hatte und auch etwas Schmerzen. Dann ging es wieder und dann bin ich um 6 Uhr aufgewacht, weil ich wieder Schmerzen hatte. Bis die Schmerzen dann vorbeigingen, war es 6:30 und dann war ich wach. Ja, habe jetzt so ein bisschen oben aufgeräumt. Mal wieder, ich glaube, jetzt sage ich das wirklich in jedem Video, aber man sieht schon etwas. Und ich will meine Familie überreden, noch schnell zu IKEA zu fahren und ein paar Möbel für die Isel zu kaufen, denn ich möchte auch ihr Zimmer fertig haben, weil die Kleine fängt jetzt auch an zu sagen, ja, ich möchte ja ein schönes Zimmer haben. Und das soll sie dann natürlich auch bekommen. Und weil ich halt jetzt wirklich auf dem Endspurt bin, der Termin ist ja jetzt heute, der zweite, der erste war am 28.8. Sollte der Kleine kommen und jetzt hat das die Ärztin dann damals verschoben auf den 4.9., das ist heute. Es tut sich immer noch nichts, deshalb möchte ich jetzt ganz schnell dahin fahren, bevor ich dann nicht mehr mit meiner Familie ins Auto passe, denn wir müssen dann ein neues Auto kaufen. Da fliegt irgendwas rum und das bringt mich total durcheinander. So, also ich versuche mal meine Familie jetzt zum Aufstehen zu bewegen und dahin zu fahren. Ja! Ich bin gerade sauer. Denkt ihr, irgendjemand ist aufgestanden? Keiner. Toll. Die Schwangere will weg? Nö. Okay. Ja, ich wollte euch zeigen. Hier, so sieht es im Augenblick aus. Hier auch ordentlich. Und dann will ich euch mal schnell erklären, was ich. Einzigste sind noch hier Sachen, aber das ist Bügelwäsche. Und was noch übrig geblieben ist von dem ganzen Zeug, das da stand, sind diese zwei Kästen. Die muss ich jetzt auch noch machen. In dem Kleiderschrank habe ich noch die Sachen gar nicht geordnet. Es ist im Augenblick einfach nur so hineingemacht worden von mir, denn ich passe ja in die meisten Sachen im Augenblick gar nicht rein und werde das hier auch etwas umsortieren. Ein kleines Update, was ich bis Dezember machen möchte. Die Couch kommt wahrscheinlich weg. Da kommt ein Stuhl hin, eine verspiegelte Kommode. Nur ich weiß noch nicht, ob ich so eine hohe oder eine, ja, normale hin machen möchte. Hier kommt ein Schreibtisch. Die neuen Lampen werden hier dran gemacht. Ja. Und Atias Zimmer wird doch noch ein bisschen umgeändert. Und vor allen Dingen, dieses Zimmer sollte heute umgeändert werden, aber es ja, klappt irgendwie nicht, weil keiner macht mit. Wer nicht will, der hat schon. Egal, ich lasse mich nicht ärgern. Ich gehe zum Computer und schaue mir an, ob ich vielleicht ein Video schneide. Also ich muss wirklich sagen, ich werde müde. Na, und war mein Wecken erfolgreich? Dein Wecken? Ach Ja. so. Ja. So ein bisschen, ne? Bisschen, ja. Zeitverzögerung von 1 bis 2 oder 3 Stunden. Mindestens. Sieht echt super aus. Hast du den auch richtig herum an? Ja, ne? So ungewohnt, so einen Pulli an dir zu sehen. Deshalb, sag mal. Ja. Mein Kind wird erwachsen. Ach, lass die. Egal. Sag mal, tada! Itis Haare müssen gleich gemacht werden. Ja. Aber gekämmt hat sie sich, ne? Mit Tengelengel. Nee. Tengelengel? Baba hat es gekämmt. Echt? Ja. Baba ist der Friseur hier in der Familie, hä? Willst du zu mir? Komm! Baby, wärst du lieben? Ja, wollte sie schon, nur die waren zu heiß. Ja, also, meine Lieben, wir fahren jetzt zu IKEA. Der Klaus hat mit der Ärztin telefoniert im Krankenhaus. Die
War nicht so davon überzeugt, dass ich unbedingt da ankommen müsste heute. Wenn das Kind sich bewegt, ist alles okay, meinte sie. Aber halt Problem ist, dass keiner nach dem Kind seit über 10 Tagen geschaut hat, ob es ihm gut geht. Ich könnte hinfahren, aber ja, wenn sie sagt, wenn es sich bewegt, ist alles okay. Und morgen früh gehe ich dann auf jeden Fall zu der Vertretung von meiner Ärztin. Ja, also wo ich letztes Mal auch war. Ja. Für Baba. Ehrlich? Der Baba kauft euch solche Sachen? Gott, der Baba soll mal das Auto sauber machen. Kinder, wo fahren wir hin? Ikea. Ikea. Super. Giselle spricht mittlerweile die Wörter richtig aus. Ist dir aufgefallen? Ja. Nüsse gesagt, aus Nüsse. Hat sie dann nochmal nachgesprochen. Itzi, heißt das Düsse oder Nüsse? Nüsse. Super, Itzi. Celine? Ja. Nee. Papa! 2 plus 1 ist 2. Papa! Sag mal, 2 plus 2? Was ist das? 2 plus 2. Celine, Schulter verstecken, was ist das denn? 4. Danke. Celine, sag mal schlafen. Wollen wir noch ein paar Äpfel holen? Ist, sind die Scheiben dreckig? Ja, ich wollte in die Waschstraße fahren. Ja, innen drinnen wäre auch nicht schlecht, wenn das Auto mal etwas sauberes sehen würde. Ja, dann mach mal. Dankeschön! Da kommt der Idi, da kommt der Idi, er ist auf dem Weg. Schneller! Rennt wie eine Tussi. Go Idi, go Idi! Schatzi, ist das schlimm, dass ich gesagt habe, du läufst wie ein Mädchen? Du bist doch Manns genug, ne? So. Da drüber zu stehen. Genau. Ach nee. Ich sag doch nicht so weit, dass ich wie ein Mädchen laufe. Ich fühle mich so männlich. Die Birnen sind richtig gut. Oh, gib mal eine Birne. Oder du kannst ja. Oder kannst du auch selber. Kinder. Ich lass sie mal. Celine, gib die Birne. Du hast sie. Jetzt ist sie weg. Papa. Kaskaski. Nein. Wie sieht die Birne aus? Ui. Die sieht ja lustig aus. Komische Birne. Wer hat sie gefunden? Ja. Ja, die in Supermarkt sehen immer alle perfekt aus, ne? Ja. Da gibt's nichts zum Lachen. Arme Birne. Ja. Nein! Dein! Nein! Das ist mein Apfel, den hab ich. Nein! Attila, gib mir den. Sie sieht die Löcher. Was? Ist auch nicht. Ja, da wo. Nein, das oh. Ist da. Warte, hier ist noch einer. Oh. Löcher! Guck mal, hier sind zwei. Hier. Oh, hier. Das sind schon wieder Löcher. Guck mal. Na, Schatz? Na, Schatz, was? Wow! Ein Drache? Oh, sieht lecker aus. Mama, wie viel kostet das? Sag mal, 8 Euro. Papa, dürfen wir das bitte? Ja, das ist zu teuer. Ich nehme die auf jeden Fall. Tati, komm zu Mama. Auf so ein Turm.
Guten Appetit. Sind hier. Dann probier mal den Kuchen, Schatz. Hallo, Mama. Nimmst du auf, Schatz? Ja, guck. Ja. Du kennst dich schon damit aus? Ja. Mhm. Mama. Ja, mein Schatz? Mama, ich esse. Erzähl. Das sind die Essen da. Helen ist da. Und jetzt? Es ist schon Abend. Ich gehe gleich Video hochladen und ich habe so ein bisschen Heißhunger auf Parmesankäse gehabt. Leider gab es den Penny nicht mehr. Ich dachte, gut, was mache ich jetzt? Wir haben noch Baguette gehabt, da habe ich noch Ei gekauft und habe dann einfach mal Baguette zur Hälfte geschnitten. Das Ei drauf, mit Butter gebraten natürlich, dann so Tomate mit Minze angebraten. Mal sehen, was die Patricia darüber denkt. Ich finde es für mein Kunstwerk. Soll ich jetzt irgendwelche Geräusche machen? Ja. Wow! Wow, sieht echt gut aus. Gell? Mhm. Hast du auch wenigstens erzählt, was du gemacht hast? Ja, aber so ruckzuck und halbe Bilder ist so, mein Gott. Zur Hälfte geschnitten, dann habe ich Ei gebraten mit Butter und die Tomate, in dem, wo das Ei gebraten war, die Tomaten angebraten mit Minze. Und dann Minze? Anschließend... Bin ich mal gespannt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Mhm. Und ja, wenn man das Ganze mit Butter anbrät, schmeckt es total gut. Man darf nur die Butter nicht anbrennen lassen. Genau. Ich kann so schön kochen, so gut kochen. Und belehrt mich noch dabei. Und wie schmeckt's? Also, man könnte... Also, wenn ihr kochen wollt, kocht besser für euch alleine. Joghurt. Und gut ist. Oder doch sehr gut. Also gut, dann kocht doch nicht für euch allein. Meine Lieben, verzeiht mir, dass ich kaum drehe, aber ich bin irgendwie kurz vorm Durchdrehen. Deshalb habe ich keine Zeit zum Drehen. Ja, der Kleine macht sich immer noch nicht auf den Weg. Idi, hilf mir. Soll ich also, so Bauch drücken? Genau, drück mal. Furchtlein. Also manchmal schiebe ich ihn weg, das funktioniert gut, wenn er gerade auf der Niere ist und mir dann Aua macht. Und Celin ist so süß, die spielt so goldig. Oh Celin, was ist passiert? Hast du nicht gesehen, wo du hinläufst? Nee. Schatzi, du siehst aber schon süß aus. So. Schäm dich nicht, mein Schatz. Nein, du siehst wirklich, wirklich sehr süß aus. Schatz, den Kleiderschrank, wo du gesagt hast, der sieht gut aus. Da. Hier, im Kleiderschrank? Nein. Nicht für Kleider, für Schuhe. Nein. Schatz, weißt du, wie viel oben wir im Speicher Schuhe haben? Ich weiß nicht, wohin damit. Das kann nicht mehr so ein... Wir sind nun mal eine Großfamilie mit vielen Sachen. Schatz, ich bin Single. Was willst du? Ich bin Single, genau. Was willst du? Ich bin kein Single. Da. Ein bisschen. Mama, gib. Ach, du hast den Stuhl zum Tisch gemacht. Ich mach da erstmal ein bisschen Zitrone drauf, warte. Ich bin wunderschön, Schatz. Okay, warte. Celine, willst du Babas Essen haben? Immer klaut mir eins meiner Kinder mein Essen. Ja, du hast bauchfrei. Du hast gesagt, ich soll dir das sagen. Celine, kannst du dir nicht selber Essen machen? Aber ich will es essen. Ich will es nicht geben. Wir wollen auch alle was essen, sagt sie. Gell, hat sie so angehört. Na komm, okay, halt. Ich, du? Die hat den Käse gesehen. Celine. Soll ich dir Rührei machen?
Also meine Lieben, das ist mein Einkauf von IKEA. Also ich dachte, so um die 500 Euro auszugeben, weil wir ein Bett und alles kaufen wollten. Das ist daraus geworden. Einmal so eine kleine... Was ist das denn? Steht das nicht dran? Einmal das. Was das ist, googelt mal. Das sollten eigentlich Bettlaken sein. Spannbettlaken, zwei Stück. Soweit ich weiß, genau, in diesem kleinen Format. Und für die Acelia habe ich die Teile gekauft. Für ihren Kleiderschrank. Und für Badezimmer zwei Handtuchhalter. Das war's. Also es war ziemlich günstige Aktion. Achso, nee, es war noch was dabei. Diese Kuchenspielset für die Küche. Das hat die Isel sich mitgenommen. Mehr wurde es nicht, da ein paar Sachen fehlten und der Idris sein Soll an IKEA schon hatte. Idi? Ja? Was sagst du zu unserem IKEA-Einkauf? Der war wirklich schön. Weil es war richtig günstig. Genau. Irgendwie das Bett haben wir gar nicht mitgenommen, weil es überhaupt nicht ins Auto gepasst hätte und wir hatten keine Spanngurte. Ich fühlte mich nicht gut und von diesen Regalen, die wir holen wollten, war nicht alles da. War gar nicht teuer, fand ich, für 200 Euro. Ja, das werden wir auch holen, denke ich. Aber heute ging es mir echt nicht so gut. Ne, Selin? Aber ihr hattet euren Spaß. Setzen. La, la, la. Super. Und nochmal. Wenn du gegessen hast, singst du nochmal für Papa, ja? Also unsere Kinder haben sich gerade hingesetzt und angefangen zu... Ich bin eindeutig zu müde. Also unsere Kinder, als wir uns gerade ins... Nein, auch nicht. Ja, wir wollten gerade, also meine Lieben, wir wollten gerade in die Disco gehen. Was machen unsere Kinder? Zeichnen. Anstatt zu schlafen. Anstatt zu schlafen. Nein, wir wollten natürlich nicht in die Disco. Wir wollten uns hinlegen. Und jetzt malen sie. Und die sind die ganze Zeit sowas von süß, dass wir nicht Nein sagen können. Aber ich bin so müde. Und Baby John will nicht kommen. Baby. So, meine Lieben. Also, bis morgen. Tschüss. Also jetzt gerade ist gar nichts. Stell dir mal vor. Nummer. Ich glaube, der Klaus wechselt dann die Nummer. Auf jeden Fall. Halbe Stunde, Stunde ist es da.